Die Arbeiten an der neuen Stabbogenbrücke in Köthen gehen voran. Nachdem das Traggerüst und die Bogenteile bereits montiert wurden, sind nun die Stahlhänger an der Reihe. Insgesamt 11 Stück auf jeder Seite sorgen später für die nötige Statik, damit sich die Traggerroste nicht durchbiegen können. In Teamarbeit zwischen der Firma Zyklin und der Firma Montec sollen die Arbeiten bis zum 28. März fertig sein. Parallel dazu und anschließend laufen noch Korrosionsschutzarbeiten, Sandstrahlungen und Beschichtungen. Hier baut die AGA aus den Firmen Strabag und Bad Düben Haustechnik eine Plattform für den großen Autokran, der den gewaltigen Brückenkoloss heben wird. Mitte April ist es dann endlich soweit. Dann soll der gewaltige Stahlkoloss in einer nächtlichen Aktion eingeschoben werden.